Herzlich willkommen zurück zu Snipperclips. Hallo. Voll in Form X mit Lou. Hallo. 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 Lou sagt heute nur noch Hallo. 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 Ja, tu es bitte nicht. Hallo. 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 Das sind Messer und Messer. Oder halber Löffel und halber Löffel. Aber so. Hä? Wir können sowas machen? Ja, so müssen wir es auch machen. Aber wie schnell, wie... Ich kann... Wie? Mach mich mal dünn. How though? Du musst mich, warte. Mach mal so, dass ich nur noch so dick bin wie dazwischen das. Aber wäre es nicht besser, wenn ich dich nur einmal schneiden müsste, damit du dich direkt wieder heile Du musst mich danach kannst? Eh schneiden. Ja, das kann ich ja dann mit meiner dünnen Seite machen. Ich kann mich doch so oder so heile machen. Ach stimmt, du kannst dich Ich weiß auch nicht, ich habe gerade komisch denk habe ich. Du, Schatzi, wie soll ich denn jetzt da oben dran kommen, ha? Wie hast du dir das denn jetzt gedacht? Ich bin nicht so lang, das wird doch Shep. Okay. Shep. Ja. Kommt der Häse da raus. Kommt der Häse durch. So. Da unten ist noch ein Furz. Guck mal, ich hab da so ein Pimmel. Jetzt wird's schief. Okay, damit kann ich leben. So. Ich will oben sein. So. Warte. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, das ist genau passend. Warte. Ja. Ja. Oh Gott. Das ist ein bisschen Chep. Der Chep hat. Okay. Oh, es sind Koalas. Koalas. Ich weiß nicht, ob Koalas wirklich pfeifen. Achso. Lösungsmittel. Oh nein, es ist Schleim. Hm. Noch ist sie ruhig. Hm. Ich weiß übrigens nicht, ob danach noch eine Welt kommt. Kann sein, dass es der letzte Part ist. Oh nein. Guck mal, da oben wird sogar. Guck mal, für Dove wird sogar gezeigt, wie das geht. Wie soll man denn so zwei Kreise in sich reinkriegen? Oh mein Gott! Der zerstört uns! Oh! Für ganz Dove! Ich dachte, man soll das fangen, aber das frisst dich. Ja, ich muss mich aber jetzt ein bisschen fressen lassen, damit ich das drücken kann. Oh Gott. Das ist ganz schön brutal. Das ist voll grausam. Ganz schön brutal. Ich muss mich noch ein bisschen fressen lassen. Oh ja. Lassen. Gib's mir Schleim. Oh nein, da ist ein Tropfen fehlgewandert. So, ja, und jetzt muss ich den drücken. Ich muss mich nochmal duschen. Ich war doch gerade erst duschen. So. Mach dich lang. So, will ich jetzt da runter? Ja, du musst ne, runter. Damit wir das Lila nicht da kriegen. Genau, ich muss hier ganz kurz durch. Wir müssen den Knopf da drücken. Und dann muss der Vogel wohin? Ah! Wo muss der Vogel überhaupt hin? Keine Ahnung. Da ist er unten rechts. Ach da, Der Vogel auch gefressen? Oh nein, hoffentlich nicht. Oh Gott. Ach, der hat einen Regenschirm. Was? Achso, der fällt die ganze Zeit. Boah, die Frames. Boah, da, mir wird gerade ein bisschen schlecht davon. Ja, du darfst nicht auf den Schleim gucken. Oh, der Schleim. Wie machen wir das jetzt? Das Huhn hat einen Regenschirm. Ja, dann du holst halt rüber. Das Huhn ist zäh. Ich bin weg. Dein Opfer wird nicht vergessen. Ah, das ist voll grausam. Oh. Oh nein. Nochmal Lösungsmittel. Modellbau. Da stand ja auch, man könnte theoretisch nochmal die ganzen... So ein paar alte Level mit komischen Formen machen, ich weiß nicht. Ja, das ist einfach nur, damit du dich anders schneidest. Dass wir zum Beispiel diese Eulen nicht als Eulen machen. Ich weiß ja nicht, ob das so cool ist. Nee. Ja, wir müssen das da rüber bumsen. Ach so. Verstehst? Das Blaue muss oben sein, das Grüne muss unten sein. Das hast du gut verstanden. Ich weiß, ich kann nicht Farben sehen, sonst hätten wir jetzt ein Problem. Warte, ich muss da hoch. Ich will da hoch. Ach, du willst nach oben? Ja, ich will oben sein. Dann brauchst du aber eine Kuhle. Ich komme da nicht hoch. Ja, allein. Wartest du brauchst eine Kuhle. Meinst du? Ja, sonst kannst du die Kugel doch nicht mitnehmen. Ja, dann mach mir mal eine Kuhle. Willst du auch eine Kuhle haben? Ja, gib mir auch eine Kuhle. Okay. Ist das heute Happy Peppy, oder? Happy Peppy. Das ist ein Familienprogramm hier. Wir sind sehr glücklich. So. Und wenn wir jetzt... Warte. Moment, ich hab's noch nicht in der Kuhle. Ich auch nicht.
Warte, warte. Ich muss, wenn ich es hochhebe, dann. Oh Gott, oh, oh, jetzt fällt's gleich. Nein, 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 nein! Ich hab's, alles gut. Alles gut. Kiebst du mal? Whisky Biscuits. Ich häng. Jetzt mit Schwung. Ich häng. Und jetzt? Ich häng fest! Oh nein. Nein! Du bist ein Problem gerade. Ja, es tut mir leid. Du musst dich anders umdrehen, du musst die Kugel nach rechts, links ja, das, bekommen. Das Problem ist, dass ich hier extrem wenig Platz habe jetzt. Gut, und jetzt nach rechts drehen. Und unten runter durch, genau. Ja, warte. So, und jetzt so. Reinstecken. So. Stecken. So funktioniert das. Das war aber eine einfache Aufgabe dafür, dass das Level so spät kommt. Ja. Das war ziemlich simpel. Oh Gott. Mission Mutterschiff. Ich habe Angst, das klingt nicht gut. Oh. Oh, das ist die Mama, das Mama-Schiff. Und das sind Babyschiffe. Ein Babyschiff. Oh. Plop. Oh. Was? Darf. Ah, ich glaube, es darf keins runterfallen. Fallen die alle runter, oder? Nein, nur links. Rechts hat auch einen Knopf. Hm, ja, dann machen wir coolen oder was? Ja, wir müssen hier wieder die coolen. Aber wie kriegen wir das denn da hoch? Oh. Ja, mal erstmal eine Kohle und dann sehen wir weiter. Kuhle. Ich hab's schon eine Kuhle. Nochmal eine kleinere Kohle. Oh. Das war schlau. Einfach nochmal drücken. So. Ich fang dich. Sticker Schiff. So. Piep, piep. Das passt nicht. Oh, meins ist drin. Warte, ich helf dir. Oh, nice. Also jetzt sind's aber drei. Ja, das ist ein Problem. Oh nein, das wollte ich nicht. Passt nicht da durch. Doch, drück's mir ein bisschen durch. Ich hänge. Versuch's. Press mal. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Du musst, nee, geh du mal nach links. Du musst das große Schiff fangen, weil du bist tiefer. Okay. Oh, du musst beide fangen. Ja, aber meine hohe Kante ist auf der anderen Seite. Weißt du, das rutscht da doch raus. Oh, oh, oh. Perfekt. Oh Gott. Sehr gut. Und jetzt ducken. Vorsichtig, warte, ich komme als Seitenstütze. Oh, na, das ist sehr gut, jetzt press es hoch. Nein! Oh, jetzt guck mal, da hätte die lange Kante hingemusst. Ja, ich sag ja, die ist auf der falschen Seite. Sollen wir dir die Kante woanders hinschneiden? Machen wir neu. Okay. Oh, so, was, okay. Wenn wir könnten uns auch so zusammenfügen, weißt du, dass wir könnten so auch einfach so schneiden, dass du, oh, Ach so, hier so. Nee, einfach, nein, auf die lange so, Seite ja, schneiden. Ja, auf die, aber ja, genau. Komme ich dann so hoch genug? Dann hier so eine große. Hier so eine kleine. So. Das war falsch rum. Oh, stimmt. Das muss ich mich auf die Seite stellen. Ich zieh den Knopf. Ich will ihn nicht ziehen. Ja, dann stell dich da. Oh nein. Ah, die Kuhle ist zu klein. Ja, wir könnten uns halt so verbinden, weißt du, dass wir so. Damit wir eins sind. Damit wir eins sind. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn das. Wer es auf der Seite hier haben. Ich weiß nicht. Was schneid denkst, mir mal, was schneid du? Mir mal deine, schneid mir mal da eine Kuhle rein. Willst du dich nicht wieder ganz machen? Nein. Erst? Doch. Nein. Ist egal. Mach mich fertig. So. Push it. Sind wir nicht gleich. Ist egal. Oh, verdammt. Warte, ich geh weiter nach vorne. So. Oh, sie liegen drin. Ducken, langsam. Oh Gott, aber meine Kugeln. Und nach links so laufen. Weiter. Oh nein, jetzt sind die falsch. Warte, rum. Ich drück den erstmal rein hier. Shit. Dann helfe ich dir. Du musst mir das eine grüne abnehmen. Guck, geh noch hoch, geh noch um. Warte, ich nehme das grüne jetzt. Ja. Das ist voll die Operation. Trennen. Das Eier trennen. Oh Gott. Hab ich. Jetzt press ihn hoch. Sehr geil. Okay, so. Jetzt musst du nur noch den da reindrücken. Ganz vorsichtig. Oh Gott, ah. Mit der Spitze. So. Oh. Okay. Und Schnitt X. Oh nein, das war so ganz, ganz aufwendig. So, zwischen ganz klein machen und dann so ganz oft schnibbeln. Ach, du großer Gott.
Also hier hat man ja schon mal eine grobe Form. Man hat ja schon so fast die richtige Form. Nur ein bisschen. Schneid mir mal. Einer muss ein Stift sein. Warte, ich mach dir mal einen Stift. Nee, bleib so. Oh, okay. Ich mach dich mal ungefähr so dünn wie die Linie in der Mitte. Mach dich gerade. Gerade. Du bist nicht gerade. Jetzt bist du jetzt, nein, links, rechts. Gut. Gerade geht nicht. Oh. Ach so. Oh Gott, ich dachte, du stirbst jetzt. So. Opa. Oh nein. Oh nein. Ja, genau. Ich bin schief und wackelig. Das ist keine gute Kombination. Nee, da musst du nicht schneiden. Oben und unten musst du schneiden. Ich wollte dir jetzt aber da ein Loch reinschneiden. Ja, das wird auch gehen. Rausgehen. Also, dann musst du aber die Höhe haben. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie viel. Aber wir können ja resetten einfach. Ja, genau. Okay. So. Oh. So, dann kann ich jetzt hier schneiden. Kannst du da schneiden? Kannst du da schneiden? Ah, nee. Doch, das stimmt. Passt perfekt. Das passt ja, ist ja Spiegel. Haben sie nicht fies gemacht. So, und du kannst jetzt den Rest schneiden. Ich kann jetzt hier so. Schneiden. Vorsichtig. Und so schneiden. Und so. Und so. Und so. So. Oh, du hast ein bisschen von der Mitte weggeschnitten. Oh, und das war ich, glaube ich. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Die Ruhe. Sie hat die Ruhe weg. Ich bin so ihr wach. Ding baumelt da unten zwischen den Beinen. Es ist sowas. Oh, da war noch ein. Da war noch ein Krüppel. Oh, das muss weg. Hier ist ein Auto, das immer 2 Sekunden schnell ist. Ein cooles Auto. Das ist ein cooles Auto. Ich bin schneller. Korrekturlösung. Okay. Oh nein, das ist oh, nicht schon wieder. Was und muss jetzt passieren? Mit Porositätsschleim. Was passiert, wenn wir das ziehen? Ja, dann ach so, dann wird das fest. Ja, genau. Und was müssen wir damit jetzt tun? Ich weiß nicht, was jetzt hier mit dem muss das da ist das eine Bazille, ist? Die jetzt mit dem Schleim in Verbindung gebracht werden muss? Vielleicht. Ich glaube schon. Dann würde ich sagen, bauen wir einfach eine Rampe, wo das lang fließt. Ja, das wäre aber doch irgendwie zu einfach. Ja, so rum ist aber jetzt falsch rum. Ich will ja unten das Schräge haben, weißt du? Ja, aber ich will die so lang wie möglich haben. Aber so ist das ganz schön klein. Ja. Mach mich höher, dann komm her. Dann mach ich, warte, dann kann ich, kann dir, geh mal weg da. Geh mal, ich mach dich einfach dünner. Und dann kannst du doch. Du weißt du, weißt du, was ich vorhatte? Ich glaube schon, du wolltest doch jetzt hier so schneiden, da, dass ich unten. Das. Genau, so genau, genau. Ich hab's dir mit dem Finger auf dem Bildschirm gezeigt. Ja, und dann, wenn ich dich jetzt hier so dünner schneide, dann hast du, dann schneidest du ja den Raum nicht weg, weißt du? Verstehst du? Ja, okay. Wie ich das mein? Ja, ich glaube glaub nicht. Aber egal. Mach mal. Ich mach mal. Aber du stehst da irgendwie durch. Komm mal ein Stückchen nach hier. So. Einfach so. Und dann so. Jetzt soll ich das so schneiden. Ja. Oh ja. Gott. Ja. Ja, ich habe gerade gedacht, denke ich jetzt falsch, aber ja, doch. Weil du das so ungläubig sagst. Nee, ich meine, weil wegen. Ich habe überlegt, ob die Schräge reicht. Geh weg! Entschuldigung. Warte, geh weg! Ich will das hier machen. Ja, das wollte ich jetzt machen, weil ich bin dick. Okay. Aber naja, gut. So. Jetzt stell. Halt, mach das doch auch noch weg hier! Ja, mach stell doch! Stell dich auf mich! Ach so. Ich komm da oben nicht hin. Ey! Bisschen nach links. Bisschen nach links. Dankeschön. Die Gesichtsausdrücke. So. Warte. Oh, da ist ein Krümel. Okay. So. Jetzt mal nicht den Knopf drücken. Ja, ja. Jetzt musst, wie, musst du dich da dranhängen. Oder ich. Ja! Okay. Jetzt müssen wir das schieben. Müssen wir das darüber schieben. Oh, ja, mach du halt. Oh, das ist viel zu kurz. Ah, mal gucken, ob das geht. Aber länger geht doch gar nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh, das fällt runter. Ach stimmt, da war ja was. Oh, warte. Oh, wo? Oh, wo? Da müssen wir das, da müssen wir das heben. Weißt du? Das ist mir zu viel. Da müssten wir das heben, dann müsst du mich auch noch platt machen. Ich soll dich jetzt platt machen. Platt. Ich höre jetzt voll auf dich, ich habe keine Ahnung.
Oh nein! Oh, du darfst aber nicht reinschneiden. Ich weiß nicht, ob ich das so hoch kriege. Oh. Wie weit ich runterkomme. So. Hallo. Mach mich noch ein bisschen flacher. Ich will, warte. Warum geht das so weit runter? Haben die das gepatcht? Das ging früher nicht. Weiß nicht. Hä? Wie verschiebt er sich ständig? Der bleibt. Guck mal! So. Soll ich mich hochstellen? Oh Gott. So, jetzt probieren wir das einfach mal. Machst du noch mal links oder ich? Was denn? Ich weiß ja nicht, was du für einen Plan hast. Den gleichen nochmal. Mhm. Den gleichen Plan nochmal. Spiel den gleichen Plan nochmal. Oh nein. Oh nein. Oh, es Süßes. Es geht nicht anders. Ich bin zu flach. So. Was hast du jetzt vor? Naja, ich stelle mich jetzt auf die eine Seite. Und du musst dann den Knaller zünden. Und dann musst du das hochheben. So, aber du wirst aufgelöst, ne? Das weißt du. Ja, das wird dann halt ein Problem. Ich muss mich halt so ein bisschen mehr verstecken, glaube ich. Oh, ich kann mich einfach nicht. Genau, stell dich in die Mitte. Oh, du kannst es. Oh! Oh nein. Du hast Reset. Ich bin zu weit. Du hast Reset gedrückt! Wieso ist der Knopf auch immer so leicht zu erreichen? Hm. Manu. Warum ist der nicht kindersicher verstaut? Der kann, nee, sicher. Der kann ruhig ein bisschen tiefer da drin stecken. Ich komm nicht dran. Ich auch nicht. Ja, dann komm her. Warte, bleibst du. Perfekt. Du machst den Rest. Nee, die Scheißarbeit. Die Plepparbeit. Klar. Oh. Da oben komme ich, glaube ich, nicht dran. Du bist ja kein Springer. Oh Gott. Geh auf mich drauf. Tut. Nein. Oh Gott, ist das hoch. So. Oh Gott. Oh nein. Sehe ich aus. Ich guck mal, ich guck mir mal die Welt von unten an. Geh mal ein bisschen rum. Warte. So, okay. Warte mal, ich muss andersrum sein. Ich auch. So. So, jetzt bin ich mir zu hoch. Fertig? Ich muss mehr da sein. Fertig? Das ist ja schwerer. Ja. Ich hab Angst. Ich will nicht laufen. Obwohl, nee, du hast ja ein Schutzschild, du wirst nicht aufgelöst. Ja, deswegen ja. Oh. Haha! Oh, aua. Oh, nö. What? Oder müssen wir da jetzt so eine Rampe so rein plumpsen lassen? Da können wir einfach... Ups, was? Das war der falsche Knopf. So, da habe ich schon eine Idee. Versuch. Da hast du jetzt eine Idee, weißt du, vorher war überfordert. Ja, das ist mein Jam. Das ist schwerer, deswegen kann ich das. Ach so, aha. Mhm. Du kennst das doch, wenn etwas zu leicht ist, kann ich das nicht. So. Red dir das nur ein. Ich denke halt anders als du. Mhm. Ich denke jetzt schon wieder praktisch. Ja, nee, praktisch habe ich nicht so. Ja, eben. Da kommt der Mechaniker durch. Da benutzen wir diese Blaupause mal. Machen uns was machst du denn ja, warte. Da? Jetzt bin ich verloren. Ja. So, was hat der vor? Wir ergänzen uns hier ganz gut. Warte. Ach so, du willst da wie so ein Plömpel reinmachen. Genau, ein Stöpsel. Weil ich hätte jetzt nämlich nur so eine Gerade gemacht, aber ja, die wäre dann weggerutscht. Genau, siehst du, und ich war wieder intelliklug schlau. Oh, jetzt machst du es aber dünn. Das kann ja nicht brechen. Der stabiler Shit. So, komm mal her, ich brauch dich. Ja, jetzt braucht er mich. Okay, solange du nicht hochrutscht. Lauf mal nach links. So. So. Ja, jetzt. Zieh mal den. Zieh ihn.
Ich weiß nicht, ob ich den so gut ziehen kann. Nee, da kannst du nichts ziehen, warte mal. Oh, das war aber gerade so, ey. Ja. Du musst ihn jetzt da reinplumpsen lassen. Du kannst ja nicht drunter bleiben, Stuffelpups. Ich weiß, ich weiß. Aber das wird dich das Leben kosten. Ich bin in einer prekären Situation. Dude, es frisst mich. Oh. Oh nein. Oh, ist zu dick. Es ist zu lang. Oh nein, es hat mich gefressen. Aber es tropft nichts mehr raus. Lass irgendwie noch da reinstopfen? Ich versuch's gerade. Oh nein. Oh nein. Es ist zu dick. Nein. Mein Plan. Ach stimmt, wie hätte ich das auch da rein? Ich hätte es ein bisschen flacher machen müssen. Da hast du nicht drüber nachgedacht, wa? Ich guck mal, so liebe Kinder, sieht man aus, wenn man den Säurebahn. Lasst es einfach. Wow. Du bist jetzt aber... Alter, wie sehe ich aus? Also müssen wir das einen dünnen Stöpsel machen. Ja, yeah, das reicht ja, wenn das nur so ein Haken hat. Okay, dann machen wir halt... irgendwo auf irgendeiner Seite. Dann machen wir es halt... nicht weiterrutschen. Auf irgendeinen, auf beiden. Sway. Pass auf, wir machen hier einen kleinen Haken. So. Das hast du aber kurz gemacht. Das reicht. Das reicht. Ich weiß es nur nicht, sind das da unten 4 Blöcke oder 3,5? Mach das halt nicht so dick da, sonst passt das da doch nicht rein. Ich will durch, das, nein, Schnuffel. Das passt das in der Höhe nicht so rein. Sein. In der ja, Höhe. Genau. Ja, dann mach das doch. Darum ging es mir gerade. Ja, ja, wollte ich doch kürzer. Jetzt. Mach's doch einfach kürzer. Ich denke, du bist überfordert. Was machst du denn hier? Nein, ich verstehe, wie du das jetzt meinst. Nur vorher nicht, weil vorher war das eine komische Form, die du da gebastelt hast. So, und jetzt einfach dünner ich machen. Ich weiß nicht, oben. Warum du es jetzt so kurz gemacht hast. Aber naja, gut, okay. Ja, kommen Sie bitte her. Was? Sie zerfressen es dich. Was willst du? Geh mal wieder hoch. Nicht ganz hoch. So. Einmal nach links laufen, bitte. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann doch jetzt nicht auf einer Höhe bleiben. Oh. Dann nimm mal eine Höhe ein, die du nicht drücken musst. Ist das eine? Okay. Lauf nach rechts. Ich habe damit mich kein Problem. Ich schon. Jetzt hast du da so ein Dings drin. Mach das weg. Lass mich das machen. Korrigier du nicht die Höhe, ich mach das. Lauf. Dann mach du das. Ich kann den Stick nämlich ruhig halten. Puh. Puh. Wie er jetzt mit seinem Stick angibt. Merkt er? Merkt er? Willst du jetzt die sein, die es da reinschiebt, oder? Du bist aber ganz schön kaputt. Warum wird das nicht? Weiß schon. Kann ich die. Nein, darf ich dich einmal gerade schneiden? Oh, nein. Du. Du Held. Ich merke, wenn Säure in der Nähe nicht in Lus Nähe sein. Ich spiele da zu gerne mit. Oh, meine Hand ist weg. Ich glaube, du brauchst was. Ich brauch dich. Warum machst du das? Das war nicht mit Absicht. Ja, ist okay. Ein Stift brauche ich noch. Ja, so ist gut. Oh nein. Oh, es rutscht dich. Jetzt musst du. Jetzt muss ich an. Warte, ich habe noch einen Stift. Ich opfer mich. Kawabanga! Es ätzt weg. Ich sterbe. Ah. Ich dachte, das würde rutschen. Ach Mann. Oh Manu. Jetzt bist du aber dran man kann da auch gar nicht runter. Guck, das ist hier blockiert. Ach scheiße. Ich dachte, das dann muss man da auch noch eine rutschen. Schräge dran machen. Ach, das ist doch scheiße. Warum hat denn der Schleim nicht ein bisschen mehr Druck drauf? Ah! Hast du eine Idee? Miss Church. Selber Church. Wir müssen das halt nur besser da reinpacken. Ne? Ach so. Ja. Warte. Das muss halt nur funktionieren. Das ist ja die Lösung. Exakt. Was ist Ihre Lösung? Ja, das sollte gehen. Es sollte funktionieren. Lach nicht. Ha, ha, ha. Okay.
Also, dann machen wir den noch. Warte mal, der landet so. Vielleicht rutscht der dann. Ich glaube aber nicht. Wahrscheinlich fällt er jetzt runter. Ja, die Kante jetzt hier so klein ist. Drück mal einen Knopf. Achso. Drück mal einen Knopf. Das ist so weiß. Ui. Oh, vorsichtig. Nicht zu weit nach da laufen, weil dann bleibt er da wieder hängen. Wie denkst du dir das jetzt, dass du da wieder rauskommst? Achso, okay. Oh shit. Oh, jetzt hast er ins Loch geschmissen. Oh shit. Oh shit. Wir können? Nee, können wir nicht. Können wir doch? Du darfst halt einfach nur nicht ins Loch schmeißen. Was ist, wenn wir das über die Kante hier so drehen, dass es dann da so flupp? What? Dass wir das über die Kante hier runter und dann so flupp. Crazy. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, aber ich weiß nicht genau, welche Form dir davor schwebt. Gleiche, aber dann müssen wir... Flupp. Flupp. Das ist die Lösung. Flupp ist flupp. Die Lösung. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eine doofe Idee. Das kann ja nicht so schwer sein. Ja, ich glaube, der Ansatz war schon gut, nur halt die Umsetzung, da hapert's noch, weißt du? Darfst du halt nicht so komplett drunter stehen. Das ist dann so ein Problem. Wenn sie schieben, ist besser. Das muss halt doch dicker sein. Aber nee. Oder wir brauchen doch die komplette Länge. Ja. Nee. Dann wird es ja noch schwieriger, das da rein zu stopfen. Du müsstest es einfach... Nee, geht ja auch nicht. Scheiße. Diese Kante hier nicht mehr. Die. Also wir brauchen es auf jeden Fall dünner. Dünner? Also einfach nur so ein Streifen. Aber dann floppt es ja noch leichter dadurch. Da ist was gestorben. Ja, ich habe gerade Selbstmord begangen. Okay. Wir dann so machen und so machen. Vielleicht sollten wir die lange Kante auch links haben und nicht rechts. Links? Nee. Oder? Damit die lange Kante halt eher da unten ankommt und sich dann da rüber schiebt. Stimmt. Da hast du vielleicht recht. Vielleicht. Drück mal den Knopf. So, und hier eine kurze. So. Oh. Ich so. So. Machen wir das mal nicht so dick, nicht, dass es da nicht reinpasst. Oh, jetzt hast du es aber winzig gemacht. So, jetzt machen wir so. Das ist jetzt ruhig ein bisschen größer. Also, das hast du arg klein gemacht jetzt. So, und jetzt? Bin ich jetzt kein Fan von. Drück mir, zieh doch mal. Ja, mach doch mal mir irgendwas. Oh Gott. Ist ja. Ich den jetzt so droppe. Nee, das wird doch nix. Oder? Nee. Oh, probier's einfach. Weiß ja auch nicht. Es bewegt sich! Rutscht nicht! Hä? Da ist ein Tropfen hingekommen! Jawohl! Also, das war ja jetzt geschummelt. Was? Das war doch nicht geschummelt. Ja, jetzt müssen wir einfach das nur irgendwie... So machen. Ja, so eine Rampe machen. Was ist da so rüberfloppt? Oh, das ist aber ein bisschen fett. Moment. Ja, das muss... Muss auch noch einer drunter passen, der das tragen kann. Was? Ja, kannst du doch. Ja, aber das muss ja dann dahin passen, weißt du? Schnuppelpuff. Das ist hier nicht so lang. Schnuppelpuff. Ist hier nicht so lang. Wie sie da drauf steht auch, ne? Oh. Oh. Und dann auf einmal so, oh. Ist gerne ein Lösungsmittel drin, die Frau. Ja, meinst du, das reicht schon? Bis sie dann merkt, dass es doch wehtut.
Ja, oder, ja. Scheiße. Und jetzt, Es wird halt nur schwer zu balancieren, aber... Make me dünn. Das ist auf jeden Fall simpler als das andere gerade. Ein bisschen noch. Okay. Brauch was. Brauch was. Gib mir was. Oh nein! Oh. What? Oh, ich bin dagegen gelaufen! Ich will gucken wegen der Rampe. Geh mal weg. Wieso? Ich wollte eine Rampe. Das? Fließt das so hoch? Das ist gar nicht so krass, ne? Eigentlich fließt das nicht so krass. Nee, das darf ja gar nicht so. Das darf ja nur. Wir brauchen so einen flachen Winkel. Nicht so eine Rampe, die nach oben geht. Weil wir stehen ja oben drüber. Weißt du? Ach ja. Ja. Ach ja. Ja. Oh Gott, ich hab gerade. Ja. Moment. dann brauchen wir so. Ja, genau. So brauchen wir. Nicht so simple Geometry. Das kann aber schon ein bisschen rund sein, oder? Dachte ich. Naja, whatever. Kann es? Ja, was passiert. Tut's nicht das schon? Also, warte. Ja, theoretisch. Ich weiß nicht, wie viel Druck der Strahl da so drauf hat. Fragen, die das Spiel uns nicht beantwortet. So. Ist da kein Barometer? Oh, warte. Oh nein! Geflippt. Das kannst du auch retten, warte. Okay. So. Oh Gott. Okay. Warte, ich brauch ein bisschen. Warte, ich muss es ein bisschen drüber flutschen. Jetzt ist doch gut, oder? Ich will am Boden schleifen, dann geht's langsamer. Oh, ich werd so zerätzen. Alles gut, alles gut. Ja, nee, es ist jetzt viel zu fett. Hab ich mich gerade fett genannt? Ja. Dein Dreieck da ist viel zu fett. Viel zu fett, Junge. Viel zu fett. Also, was hat sie vor? Soll ich hier schneiden? Überleg grad. So, du meinst ein dünnes Dreieck. Du brauchst eins, was theoretisch... Warte mal. Schon recht dünn sein. Das kriegt man auch so hin, warte. Ich hätte fast einen Tropfen drüben gehabt. Wie er sich jetzt hier selbst opfern will. Wir können eine richtig crazy Konstruktion bauen. Nee, können wir nicht. Oder doch? Aber das wird nie funktionieren. Passt von der Physik her gar nicht, aber brauchst du Hilfe? Ich hab's nicht so mit Physik. Schon immer mein schlechtestes Fach. Hey. Du musst mir auch was geben. Damit kannst du arbeiten. Wow. Ja, war schon mal schöner geschrieben. Damit konnte ich arbeiten, damit kannst du auch arbeiten. Du bist so wegätzen. Ah ja, das war schön mit dir. Oh Gott. Nein, nein! Das war zu viel. Wir können. Boah, wenn das funktioniert. So, lass mich mal machen. Schneid mich mal dünn. Da auch. Und unten auch, bitte. Sieht aus wie so, wie so eine Gabel. Ein Messer. So. Okay. Was hast du vor? Okay, Leute. Das wird jetzt crazy. So einen Stab nur noch machen, oder was? Nein. Ich muss jetzt gucken. Zweieinhalb Felder. Okay. Hier kämen die. Siehst du da Felder? Hier kämen die Suppe rein. So. Fließt dann da. Genauso gucke ich auch gerade in Real Life. So. Ach so. Ja, aber. Nee, das geht doch gar warte, nicht. Warte, warte, warte. Du brauchst ja keinen warte, rechten warte, Winkel warte, da. Warte, warte. Ich warte. Ja, ich sehe schon. Ich sehe, wie du wartest. Ich warte.
ist außerdem viel zu lang. Was hast du vor? Hä? Diese Konstruktion erschließt sich mir nicht. Noch nicht. Herr Ingenieur, was haben Sie vor? Trust me, I'm an engineer. Warte mal, ich muss eben. Warte mal, zweieinhalb. Das ist das dritte Feld. Nach was misst du das? Das dritte Feld, da kommt die Suppe rein. Dann ist da, dann muss hier theoretisch ein Loch rein. Geh mal weg. Geh weg, geh nach links. Bitte drück nicht den Knopf. Wir müssen eine Testfahrt durchführen. Oh Gott, das wird so runterfallen. Ich hab mal nicht verstanden, was du da jetzt vorhast. Ich wollte das da hinstellen und einfach so einen Block haben, wo das durchfließt und dann zu ihm hin. Ja, aber das geht doch gar nicht. Wie soll das zu ihm hinfließen? Der ist hier unter einem dichten Block. Der braucht doch was Schiefes und ja, du bist einfach nur gerade nach. Theoretisch wäre es besser, wenn wir das Ding hier über diese Kante stülpen könnten. Das ergibt überhaupt. Doch, das gibt voll Sinn. Also die Konstruktion da gerade, die hätte ja niemals klappen können. Ich könnte das perfekt auf Papier aufzeichnen. Das hat aber keinen Sinn ergeben, wie du das gerade versucht hast. Das wäre das. Nein! 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 Siehst du, wie ich gucke? Siehst du das? Siehst du das? Genug. Ich. Siehst du das? So. Oh, perfekt. Wir haben die Lösung. Du brauchst doch, du müsstest es doch irgendwie schräg machen. Wir haben die Lösung wirklich, glaube ich. Also ich, warte mal. Ja. Wieder ich. So. Ich weiß ja nicht, was du wieder hast. Ich glaube, dass es so, wie ich denke, voll gut ist. Ja, wenn du es tatsächlich unten dran hängst. Aber wenn du das einfach nur da oben drauf stehst und dann ein Loch nach unten hast, was soll das denn bringen? Was soll das denn bringen? Was soll das denn bringen? Nichts! Nichts! Mama mia! Lös mal aus! Was? Mach mal! Ich hab keine so. Kante. Oh mein Gott, das wird immer brutal. Was zum Fall? Ich bin das Item geworden. So. Wow. Du so. Oh nein! Es kam was an! Es kam was an! Wenn das nicht so ungleichmäßig wäre. Es kam was an! Wenn ich das jetzt noch dreimal mache, haben wir das Level geschafft. Aber das muss ja auch andersrum ja, fallen. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Was meinst du? Warte mal jetzt. Mein Gehirn ist gerade durchbrennen. Du willst ja theoretisch. Nee, hä? Das geht doch so gar nicht. Ich bin verzweifelt. Ich habe aufgegeben gerade. Das ergibt alles keinen Sinn mehr. Das oh mein Gott! Wenn du mal auf der Seite hier nicht so noch so was Fettes hättest. Ach so, dann meinst du, dann geht das? Nee, auch nicht wirklich, aber. Aber dann fällt's vielleicht nicht so doll. Ich weiß nicht. Du meinst, das Gewicht spielt eine Rolle? Nee, die Kante spielt eine Rolle. Das ist so doof. Oh nein. Oh, Moment. Hä? Hauptsache, man kommt irgendwie ans Ziel, Mann. Ich bleib hier hängen. Das ist so. Das ist jetzt aber so richtig gemurkselt. Ich einfach das Ding bin. Das könnte voll gut gehen. Nee. Dann bleib doch. Das bleibt doch wieder an der Kante da hängen. Chill. Und dann trullert sich das so in den Abgrund. Das hat einfach. Oh mein Gott. Oh, oh. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Es ist recht zu fett. Oh, ja. Der Durchfluss da ein bisschen besser wäre. Oh, ja! Ja! Das hat geklappt. Guck mal, das war das, was ich dachte mit diesem Loch, wo es durchfließen soll und es musste irgendwie drin stehen. Ja, aber halt irgendwie. Die Umsetzung war nur. Besser. Prototyp. Das war irgendwie ein bisschen krüppelig. Es gibt noch. Achso, Party-Level. Okay, die sind ja egal.
Ja, damit hätten wir Snipperclips durch. Und das war's jetzt. Ja. Wieso kamen die Credits jetzt davor? Das war voll weird. Ja, das war voll weird. Weil wir die Bonus-Level, weil du die Bonus-Level wahrscheinlich nicht machen musst für die Credits. Wir haben das hier gemacht und das sind ja nur Bonus-Level, okay, wenn du die geschafft hast. Aber, ah nee, der gelbe Haken ist immer da an dem Level, ne? Nicht, dass es noch irgendwie eine Perfect-Lösung gibt. Ja, nee, das ist immer an dem Level, okay. Nee, ja. Gut, dann war das jetzt mit dem Add-on. Tja, ne? Tja, Party-Level machen wir nicht, haben wir ja gesagt. Tja. Das ist nämlich, ich finde, das Spiel macht nur Sinn, wenn man wirklich nur einen kontrolliert und nicht dann ja, zwei, ne, kontrollieren muss. Das ist dann irgendwie voll dumm. Ich mag das irgendwie nicht. Ich weiß nicht wo dran es liegt, dass ich das so überhaupt nicht mag. Weil hier, dann müssen wir halt zwei und dann muss man schon fast, dann kann man schon wahrscheinlich irgendwie alles, also wahrscheinlich nicht, aber dann spielt man eher mit sich selber als mit dem anderen, finde ich. Zu viert wird das wieder Sinn machen, aber zu zweit, nee, macht das keinen, ja, Sinn. Das ist halt auch derselbe Grund, aus dem ich das Spiel nie alleine spielen würde. Nee, alleine würde ich es auch nicht spielen, weil ich keinen Bock habe, zwei zu kontrollieren. Da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Außerdem ist der Sinn des Spiels, zusammen zu spielen. Ja, ich meine halt nur, ich vielleicht kommt irgendwann noch ein Add-on oder Snipperclips 2. Gucken wir mal. Jetzt ist vorbei. Hat sich gereimt. Tschüss. Was? Zwei auch vorbei. Hat sich gereimt. Tschüss, alle Views. Bye, tschüss, bye, alle Views. Ihr seid nur Views. Zieht weiter. Zieht in ein besseres Leben. Zieht in ein anderes Projekt vom Nefi. Als ob. Oh.